Willkommen zu einem neuen Video. Ja, viele von euch dachten bestimmt, dass es gestern oder auch vorgestern schon Ergebnisse zur US-Wahl gibt und klar ist, wer denn neuer oder alter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Aber in Zeiten von Donald Trump ist das wohl alles nicht so einfach. Ja, aktueller Zwischenstand ist jetzt, den ich aktuell zu dieser Minute habe. Das kann sich auch in 2 Minuten total wieder ändern. Wie ihr hier eingeblendet seht, hat Joe Biden 264 Wahlmänner und Donald Trump hat 214 Wahlmänner. Damit bräuchte Joe Biden eigentlich nur noch einen Staat gewinnen und wäre damit neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wir kennen doch alle unseren rektal geföhnten Orangenhamster Donald Trump, der natürlich wieder die Riesenshow abzieht und sich einfach seine so gut wie sichere Niederlage, wenn wir mal ehrlich sind, nicht eingestehen will. Aber wen wundert es heutzutage denn noch? Weil Donald Trump hat einfach in der Sachen, auch Corona-Politik mäßig, alles falsch gemacht, was man als Präsident falsch machen kann. Also dementsprechend wundert es mich nicht, dass auch Donald Trump sich diese ganze Wahlniederlage und alles einfach nicht eingestehen will und jetzt noch alle Staaten irgendwie nochmal neu auszählen lassen möchte. Ja, also wen wundert es noch? Mich zumindest wundert es jetzt nicht und viel Spaß, Donald Trump. Ja, dann mach mal, dann zähl noch ein bisschen rum und schummel von mir aus so lange, bis du wieder US-Präsident wirst. Es ist mir langsam auch egal, weil ich glaube, Demokratie wird in den USA einfach nicht mehr groß geschrieben. Wenn ich mir nur so denke, es gibt noch so viele Trump-Fans. Also, so auf jeden Fall, das ist wirklich. Also, mir fällt zum Thema US-Wahlen echt nichts mehr ein. Ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich einfach sage, ich hoffe, dass Joe Biden das jetzt einfach gewinnt und dann ist die Sache erledigt. Und das wird ja auch, denke ich mal, so passieren, weil ich glaube, ich denke, dass Trump wird verlieren. Das bin ich fest von überzeugt. Wenn man in einem demokratischen Staat wird jetzt Trump verlieren. Aber wenn er wieder meint, er müsste sich das wieder irgendwie zurechtschaukeln und er will ja jetzt 1000 Staaten neu auszählen lassen und der sagt ja auch, Briefwahlen, die können manipuliert sein. Ja klar, denkt doch Trump sich jetzt, dass das Briefwahlen manipuliert sind. Also, weil halt, ich denke mal, viele Anhänger von Joe Biden und so sind ja auch die Prognosen, viele Anhänger von Joe Biden haben halt Briefwahl gemacht, weil halt die Demokraten Corona ernster nehmen als die Republikaner. Beziehungsweise die Republikaner nehmen schon Corona ernst, aber Trump nimmt halt Corona absolut nicht ernst. Und auch bei Trump, der Trump hatte ja Corona, beziehungsweise Corona hatte Trump. Ich glaube, das passt dir besser. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Corona-Infektion von Donald Trump, dass das Fake News waren und Trump vielleicht eine leichte Sache hatte, so eine leichte Erkältung oder so und vieles gefaked wurde, weil das ist einfach wahrscheinlich Wahlkampftaktik gewesen, ist nur meine Vermutung. Trump kann auch wirklich Corona gehabt haben. Wahlkampftaktik, die aber nach hinten losgegangen sind. Und ich denke mal, auch viele Gründe für Trumps vermutliche, mutmaßliche Niederlage waren einfach auch gerade die Corona-Zeit. Ich denke mal, vor Corona hätte Donald Trump, wäre jetzt US-Präsident, ohne Probleme geworden. Die Amerikaner sind so bekloppt teilweise, dass sie ihn hätten wiedergewählt. Aber gerade in Zeiten von Corona, wo halt Donald Trump einen auf Corona-Leugner gemacht hat und Corona gibt's nicht und dies und das und wie der sich da auch dahingestellt hat mit seiner Corona-Infektion und gesagt hat, war doch alles gar nicht so schlimm und alles und bla 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 und ihr wisst alle, was ich meine. Ich glaube, ich brauche mich da jetzt nicht mehr großartig wiederholen und das finde ich einfach, also damit hat sich Trump versaut mit seiner Corona-Politik, weil ich denke mal einfach auch gerade was das angeht, hat Trump
vieles falsch gemacht. Und ich denke mal, Trump hatte jetzt noch viele Fans, gerade mit seinen Zielen, dass er ja, dass sein großes Ziel ist ja, von Trump, dass die Reichen noch reicher werden und die Armen noch ärmer. Und das finde ich ist auch ein absolut widerwärtiges Ziel von Trump. Aber Trump möchte natürlich, dass die Reichen noch reicher werden, weil er selber so eine Milliarde auf dem Konto rumliegen hat. Ja, wer würde das dann nicht wollen? Aber das auf jeden Fall mal dazu. Donald Trump hat einfach. Ja, er hat die wird teilweise wirklich die Wirtschaft in den USA aufgebaut. Das hat Donald Trump gemacht. Aber sonst kann ich diesem Typen nichts abgewinnen. Der Typ hat in seiner Amtszeit als 45. Präsident der Vereinigten Staaten für mehr Skandale gesorgt als für gute Politik. Allein die Tatsache, dass Trump anscheinend sich öffentlich dahinstellt und man wirklich erkennen kann, dass Trump Sexist und Rassist ist. So, da. So, einer möchte also nochmal US-Präsident werden. Ich glaube, wir hoffen hier alle, dass Trump nicht nochmal US-Präsident wird, weil das wird der USA nicht gut tun. Wenn Trump nochmal US-Präsident wird, ob Joe Biden, was Politik angeht, einen besseren Job als Trump machen wird, das soll jeder selbst beurteilen. Aber ich denke mal, Joe Biden wird einfach weniger skandalfrei sein als Trump. Und jetzt gucken wir mal auf die Wahllandkarte nochmal kurz drauf. Und aktuell sieht es ja eher mehr alles mehr nach Biden aus, weil jetzt einfach noch Briefwahlstimmen gemacht werden müssen und dementsprechend und ich einfach sagen kann, dass sehr viele. Oder es der Grafik entnehmen kann, sagen wir es mal so, sagen kann, dass vermutlich, eventuell mutmaßlich viele Anhänger der Demokraten und Joe Biden Briefwahl gemacht haben, weil die einfach, was diese ganze Corona-Geschichte angeht, ernster umgehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele von Bidens Wählern gesagt haben, nein, ich stelle mich nicht in ein Wahllokal in die Schlange und dort meine Wahl abzugeben, meine Stimme abzugeben. Nein, ich tue das per Briefwahl, um mich, um meine Familie, meine Verwandten zu schützen, um mich keinem Covid-19-Risiko auszusetzen. Und deswegen ist davon auszugehen, dass viele der Briefwahlstimmen, die noch bis weiß der Geier wann ausgezählt werden, halt für Biden sind. Und das wird auch das goldene Ding für Biden sein. Und deswegen lege ich meine Hand ins Feuer und sage, dass Joe Biden hier US-Präsident wird. Also dementsprechend kann man mal kurz gucken in den Swing States. Das Ganze, die Informationen sind hier von Associated Press. Aktuell sieht es so aus. Georgia, also ist alles enorm knapp. Trump hat einfach mal 2.000 Stimmen weniger als Biden. Aktuell hätte Biden Georgia gewonnen. Okay, Nevada ist Biden deutlich vor Trump, also noch mehr 20.000 Stimmen mehr. Ich glaube, den hat Biden, das ist der Knackpunkt, während halt Pennsylvania ist halt noch am Auszählen und ja, das ist alles noch enorm spannend und Arizona, ja, auch das ist enorm spannend und das ist wirklich enorm spannend. Florida ist noch nicht komplett ausgezählt, aber Florida, ja, da hat Trump so gut wie gewonnen. Das müssen wir, glaube ich, nicht anders sagen. Und ja, wie gesagt, das war mal meine ganze Meinung zur US-Wahl. Wie ist denn eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Auf wen hofft ihr? Auf wen tippt ihr, wer hier gewinnt? Und ich möchte mich jetzt weder auf die Seite von Biden stellen, noch auf die Seite von Trump stellen. Ich möchte eigentlich komplett neutral sein, eigentlich immer in meinen Videos. Aber ich glaube, jetzt sind wir mal an einem Thema angelangt, an einem Punkt, wo man wirklich mal sagen kann, dass es, glaube ich, der Welt gut tun würde, wenn jetzt Joe Biden Präsident werden würde, weil ich glaube, Biden eine bessere Politik macht und einen besseren, klareren Kopf hat, als es halt nun mal Donald Trump hat. Und Trump hat halt mehr sich eine Show daraus gemacht, US-Präsident zu sein. Ich glaube, Biden nimmt seinen Job ernst, auch wenn
Klar, Joe Biden, der war Vizepräsident von Barack Obama und hat, Joe Biden ist sicherlich auch ein Meister da drin, wenn es darum geht, Dinge gegen die Wand zu fahren. Sicherlich ist er das irgendwo. Aber ich denke mal, er macht einen ernsthafteren und besseren politischen Job, als es jetzt ein Donald Trump tut. Und dementsprechend, wie gesagt, denke ich mal, hoffe ich mal, dass Joe Biden noch einen Staat, irgendeinen gewinnt und damit US-Präsident ist und Donald Trump, ja, das waren jetzt 4 sehr interessante und turbulente Jahre mit ihm. Und ich denke mal, ja, dass wir Donald Trump, dass wir ihn jetzt los sind, aber dass die Auszählung so lange dauert, damit hatte ich im Vorfeld ganz ehrlich gerechnet, dass das jetzt nicht alles so reibungslos verläuft. Einmal aufgrund von Corona und einmal die Tatsache, weil ich mir schon innerlich gedacht habe, dass Trump dort eine Show abziehen wird. Deswegen, da habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt nicht alles nicht so reibungslos. Und ja, also, wie gesagt, ich bin mal weiterhin gespannt und ich denke mal, ich werde nur ein kurzes Update-Video raushauen, wenn es Neuigkeiten gibt und endlich mal klar ist, wer hier Präsident wird. Aber ich glaube, wir wissen es alle, wer hier Präsident wird. Und ja, also dementsprechend würde ich sagen, das war jetzt mal meine ganze Analyse zu den US-Wahlen 2020. Ich habe darauf extra verzichtet, jetzt in den vergangenen Tagen Videos rauszuhauen, weil die sind alle sehr, wären alle sehr hypothetisch gewesen. Und ich wollte, wenn ein ordentliches Video, wo ich einfach mal meine Meinung dazu schilder, anstatt jetzt 20 Videos, die alle nur 2,5, 3 Minuten lang sind und wo mein halber Kanal dann zugemüllt wird, auch wenn ich vielleicht summa summarum mit 20 Videos natürlich mehr Aufrufe machen werde. Aber ich bin keiner, dem es jetzt hier um die Klicks geht. Da würde ich sagen, bis zu einem neuen Video, was auch immer es sein wird, und tschüss.